Leute, Jonah holt uns jetzt in seinem neuen Mobil ab. Bruder, ist das ein Einhorn auf dem Auto, Digga? Ich kann nicht mehr. Geht ab, Bro. In deinem Einhornmobil. Hey, wir waren jetzt kurz essen und es gibt diesen einen Trick, weißt du, den die ganzen Restaurants hassen, wie man immer kostenlos essen kann. Zeig's euch. Wie viel? 32. Jetzt müssen Sie zahlen. Es funktioniert einfach immer, Digga. Das ist so gut. Was, wenn irgendwas ist, Digga? Mut, sag. Fans haben meinen Schlüssel geklaut und gehen jetzt zu meiner Wohnung und wollen da einbrechen. Nein. Egal. Ist egal. What the fuck? Geil, dass ich Zeug habe. Der wollte gerade gehen, Digga. Der hat mir gesagt, der Wort war. Komm, wir ziehen ihn jetzt ab. Wir ziehen den Schlüssel ab und gehen da mal hin. Haben sie gesagt. Meinte der fucking Typ. Nein. Ob sie es wirklich machen, weiß ich nicht. Wieso passiert mir sowas immer? Hast du alles mitgefilmt, wie ich alles gesagt habe? Ja, ja. Leute, what the fuck? Den Anfang habe ich nicht mit, aber... Den Anfang hast du nicht mehr gefilmt? Ich wusste nicht, dass sowas ist. Also Leute, pass auf. Ich habe meinen Schlüssel verloren in Vapiano. Und zwei Zeugen, dessen Nummer ich jetzt auch habe, haben gemeint, dass Fans von mir den aufgehoben haben und meinten, die wollen jetzt zu meiner Wohnung gehen und da hingehen. Und ich denke mir jetzt einfach nur, what the fuck, ab zu meiner Wohnung schnell, weil die haben meinen fucking Schlüssel. Ja, wir Justin wieder eingebrochen, jetzt klauen Fans meinen Schlüssel, Digga. Das ist der Mal. Junge, ja! Ja, komm, ihr kleine Hut. Egal! Das ist gerade eine wichtige Situation! Ja! Als ob das geht. Moritz ruft jetzt die an. Ah, hallo? Hi. Hallo? Ey, ihr habt meinen Schlüssel, ne? Was? Ihr habt meinen Schlüssel, oder? Nein, was? Das ist irgendwie... Zeig mal einfach eure Schuhe einmal kurz. Sind die wirklich? Waren die nicht gerade auch bei Vapiano? Ja. Hä, dann waren da noch andere. Also erzähl dir noch. Okay, also folgendes. Irgendeiner meiner Zuschauer hat mir einen Schlüssel gegrabt. Habt ihr da Mädchen mit bunten Schuhen gesehen? Habt ihr da Mädchen gesehen mit bunten Schuhen? Moritz, du hast doch gerade sicherlich mitbekommen, dass mir das Besteck runtergefallen ist, oder? Warte mal, habt ihr... Ja, by the way, ja, das Besteck ist dir runtergefallen. Das hat man sehr laut gehört. Okay, angeblich waren sie es nicht. Hä, kann ich jetzt hier langfahren oder nicht? Jonas, es gibt gerade größere Probleme, als wo du langfährst. Fucking Zuschauer, mein scheiß Schrauschlüssel. Die hatten auch die Schuhe nicht. Das war eine mit bunten Schuhen. Und sie suchen die jetzt. Ja, ich muss halt meinen fucking austauschen, ne, wenn wir den. Wir werden jetzt gleich alle Zuschauer angucken, ob die bunte Schuhe haben. Doch dann passierte das Unglaubliche, was mir wieder ein wenig Hoffnung in die Menschheit gebracht hat. Hallo. Oh mein Gott, die haben bunte Schuhe, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich hab die geschrieben, aber... Oh! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr, Alter. Weißt du, was das gerade für ein Mega-Aufwand war? Hast du irgend so ein Mädchen angerufen? Ja. Achso. So. Ja, die hat mir das gesagt. Und jetzt hatte ich gerade die Angst meines Lebens. Ich hab sogar die Nummer von ihr bekommen, falls sie eine Anzeige bei der Polizei erstatten wollen. Es ist komplett eskaliert. Ey, danke, dass ihr den Schlüssel gefunden habt, ja, ne? Ehre. Ich hab den nachgemacht, aber ist egal. Okay, Leute, Jonah hat jetzt hier so ein wunderschönes Kino-Event, Leute. Aber ihr wisst ja, in letzter Zeit ist ein bisschen Coronavirus-Ausbruch, ne? Das ist natürlich nicht so nice. Bitte macht keine Scheiße. Ja, das Problem ist, Leute, das ist sogar in Köln, wo das hier ausbricht. Deswegen habe ich ein paar Schutzmaßnahmen getroffen. Okay, Johannes, wir dürfen jetzt nicht so viele Fotos mit Fans machen. Das Coronavirus ist überall. Moritz? Ja. Können wir ein Foto machen? Natürlich. Warte mal. Bleibt sicher, Leute. Das war komplett abgesprochen, Leute, keine Sorge. Der hat es gerade nicht gedacht, dass er Corona hat. Ich hab komisches Vlog, mein Gott. Leute, ihr müsst wissen, das hier war Jonas erstes Event. Der hat noch nie vorher sowas gemacht. Und er musste das erste Mal auf die Bühne und war todesaufgeregt. Und ich habe ihm natürlich dann mega dabei geholfen. Ich muss auf die Bühne. Ich glaube nur ich alleine. Das wird richtig unangenehm. Aber ich habe doch gut beigetragen, dass du nicht auf die Bühne musst. Danke. Jonah wollte richtig viel auf die Bühne. Nein, Jonah, du wolltest doch mega viel doch sagen und so. Dann ist die Frage, wollt ihr kurz was erzählen? Ich würde sagen, schön, dass ihr alle da seid. Und du willst noch richtig viel erzählen. Ich werde auf keinen Fall irgendwas erzählen. Ist das wirklich der echte Jonah und Joel? Ich kann nicht mehr. Egal. Herzlich willkommen. Da musst du gleich sein, Bro. Disney, Jonah und Joel. Ja, komm. Ja. Wie war das, Jonah? Sehr wild. War cool. Hat Spaß gemacht. Alles gut gelaufen. Genau. Vlog kommt nächste Woche. Das waren die weirdesten 5 Minuten meines ganzen Lebens. Okay Leute, das Kino-Event ist vorbei. Es war richtig chillig. Wir lassen noch ein bisschen Abend ausklingen. Warte mal, jetzt Wasser nehmen wir uns. Johannes, kennst du noch das Segment, was ich immer mache? Für 100 Euro irgendwelche Sachen machen? Nein, ich mach's nicht. Er macht's. Okay. Hättest du noch für 100 Euro in dieses Wasser reinzuschwingen? Nee. Okay, ich leg eine Instagram-Verlinkung mit drauf. Bruder, was?
Insta ist auf jeden Fall hier verlinkt. Schaut auf jeden Fall alle vorbei. Ein heftiger Ehrenmann. Madame! Ich bin in Reine! Da freut man sich. Ist das gehustet? Aha. Kam da gerade noch ein Huster aus der Küche? Reine ist versäumt! Naja, egal, Lea, was ich sagen wollte. Hast du schon mal jemals Alkohol getrunken, Madame? Nein. Noch niemals? Nein. Deswegen habe ich jetzt etwas Tolles für Sie, wo Sie es ausprobieren können. Und das ist toll? Wir werden heute das erste Mal Alkohol probieren. Und was ist daran toll? Nein, Spaß, Leute. Trinkt auf jeden Fall keinen Alkohol unter 18. Niemals, Leute. Ich empfehle das nicht. Aber ich habe jetzt etwas, was es simuliert, als ob du besoffen bist, Madame. Das ist nicht toll. Ja. Das heißt aber, du musst aufpassen, ne? Am nächsten Tag hast du dann auch einen Kater und so, ne? Natürlich. Warte mal, erstmal müssen wir alles aufhören und das bestätigen, dass es genauso ist, wie wenn man Alkohol getrunken hat. Ob man dann falsche Haustür läuft, ne? Ich stand aber, wenn man die falsche Haustür läuft. Hier ist an Silvester an die falsche Haustür gelaufen. Weil ich nur besoffen war und nicht mehr wusste, wie das Haus war. Stimmt, ich war müde. Boah, ey. Was sind denn das hier für Geheimnisse? Oh mein Gott, deine Augen, wie das aussieht. Oh mein Gott, wie das aussieht. Die Augen sind mega eklig. Ja, und es ist genauso wie betrunken sein. Ganz ehrlich. Ah, ich bin schon redet. Das ist ganz komisch. Aha, aber es ist so wie betrunken. Ach du Scheiße, ganz ohne Scheiß. Ja. Erst habe ich gedacht, es ist einfach nur doof, verschwommen, aber es ist wirklich so ein Schwindelgefühl. Wir machen jetzt mal einen Test. Lauf mal auf der Linie, Mann. Hier, das ist die Linie. Hier, das ist die, hier ist die Linie. Wo ist die? Ich sehe meine Füße viermal. Der Hund ist auch zweimal. Ach du Scheiße! Jetzt, Lea, ist das erste Mal, dass du eine Alkoholbrille testest. Ein bisschen chill. Du weißt dann nie, wie es war, Alkohol zu trinken. Jetzt würde ich sagen, let's go. Okay, los geht's, Lea. Test. Komisch. Lea ist komplett besoffen. Ach du Scheiße. Warte, was sagt man, wie du aussiehst? Ach du Scheiße! Sag mal, wie du aussiehst, sag mal dein Gesicht. Jetzt machen wir auch über die Ringe. Siehst du die Linie hier? Okay, der lauf auf der Linie. Lea, danke! Lea, morgen musst du zur Schule, ne? Du wirst einen Kater haben, das ist schon klar. Okay, warte, wir machen einen weiteren Test. Lea, ich habe hier Blatt und Stift und Papier. Und ich würde sagen, versuch mal deinen Namen zu schreiben. Oh, das ist falsch. Lea! Nee, gar nicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr akkurat. Ja. Na, no, was? Guck mal, sie geht schon richtig ab, Leute. Der Alkohol wirkt. Warte, jetzt machen wir ein bisschen Musik an. Oh mein Gott. Okay, Leute, es ist jetzt 6.26 Uhr. Lea muss gleich zur Schule und ich schau mal, wie es dir so geht. Guten Morgen. Na, Madame? Wie geht's Ihnen nach dem Rausch gestern? Nicht so gut. Oh, Lea, ich glaube, du hast den übelsten Kater. Leute, ich habe gerade einen Anruf von Leas Schule bekommen und ich würde sagen, wir fahren jetzt hin. Angeblich ist sie immer noch besoffen. Ja, die war sehr verkatert heute Morgen. Was habe ich getan? Okay, Leute, wir stehen jetzt vor Leas Schule und warten jetzt hier, bis sie rauskommt. Nein. Scheiße. No way. Lea? Lea! Was hast du gemacht? Willkommen von der Schule, Lea. Bist du Alkoholiker geworden? Nee, da du ja immer noch besoffen bist, würde ich sagen, habe ich ein super Spiel. Warum bist du so komisch? Hey! Na, pass auf! Pass auf! Okay, Lea, ich werf ihn jetzt, okay? Und los! Du hast ihn! Okay, Lea, den hast du, okay? Bereit? 3, 2, 1! Ja! Mal gucken, wie Flash drauf reagiert. Flash, du bist das erste Mal betrunken.
Yo, Bro, was geht ab, man? Ach, Bube, du magst doch gar nicht so gerne, ne? Oh, Bube. Wodka, Wodka. Oder wie die Schwester von Selina sagen würde. Mehrere Wodka-Flaschen.